Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom BattlePod. Heute wieder mit dem Hoshi. Hallo Hoshi. Grüezi. Und mit dem Storyteller. Hallo Olli. Servus. So, wir haben uns heute ja eingetroffen, um endlich wieder zu podcasten. Und heute fangen wir mal mit dem ersten Thema an, also das Thema vom Thema sozusagen. Weil unser ursprüngliches Thema wird der War of Refusal sein. Und jetzt aber zuerst, es gab eine Kickstarter-Kampagne. Unser lieber, wie heißt der Dings, der das gemacht hat? Die Firma? Ah, du meinst Catalyst. Ja, genau. Catalyst hat eine Kickstarter-Kampagne gemacht, die ist inzwischen auch vorbei. Äußerst erfolgreich gelaufen, und zwar gibt es neue Figuren. Wer von euch hat mitgemacht? Ja, ich. Ich. Was hast du denn genommen für ein Paket, Hoshi? Ja, ich habe nicht widerstehen können und habe so ziemlich das Sinnvollste gemaxt, was es gibt. Also. Okay, und welches? Was ist aus deiner Sicht das Sinnvollste gewesen? Oh, warte, ich muss nachschauen, was ich da genommen habe. Unten rechts wahrscheinlich. Nee, ganz weit unten. Es gibt schon einige, die, sage ich mal, ziemlich heftig sind, ne? So. Ja, warte, ich gucke auch gerade, ich rufe nochmal die Seite auf. Ich habe die zufälligerweise immer noch auf. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Was? Wo geht denn? Da? Genau. Okay, während ihr beide sucht, die haben neue Figuren gemacht. Was heißt neu? Sie haben ja schon angefangen, es gibt eine Basic Box, eine Einstellung. Eine Starterbox, Beginnerbox, jetzt habe ich es, Beginnerbox, eine neue und auch eine neue Grundbox. Und dort haben sie auch schon praktisch die Figuren ein bisschen redesigned und einen guten Hersteller gefunden, der die schöne, diese Plastikmodelle gießt. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir wollen jetzt aber richtig reinsteigen und haben verschiedene Modelle gemacht, viele Packs. Ich glaube, das waren immer 5 oder 6 Max. Und dann haben sie Klarna und Inner Sphere gemacht. Genau. Und ganz viel Bonus. So, habt ihr schon gefunden? Also Onai und ich, wir haben uns ja ein Paket geteilt und wir haben das $300-Paket genommen. Das war, glaube ich, Best Bang for a Buck. Und weil es halt relativ viele Mechs gibt im Verhältnis und auch Goodies, ne? Wenn ich richtig gezählt habe, glaube ich, waren es 50 oder sowas in der Richtung. Warte, ich gucke gerade nochmal zur Sicherheit, weil wir haben es im Forum. 55 oder so waren es, ne? Genau, 55, ne? Genau, ich habe das eins drunter, das war $150 oder so und das sind 25, ne? Genau, $300, genau, das war 55 plus Mechs und jede Menge Fluffs, da gibt es dann. Genau, und ich habe das 25er, also es war so das 150er Package. Wenn wir Clan Invasion Boxes mit dabei, 5x die Clan Packs oder 4x Inner Sphere Boxen plus nochmal ein Random Mac. Und da es dann irgendwie Double Force war, wurde es dann nochmal verdoppelt, also ganz irrsinnig so. Es fühlte sich so ein bisschen wie so auf dem Hamburger Markt, da irgendwie so, ja komm, pack doch eine Staude Banane drauf, ach komm, machen wir 2. Ne? Ja, ich war ja auch verdammt, ja. Ich wollte auch eigentlich zuerst das 300er nehmen, und dann habe ich gedacht, 25 sind schon okay. Da wäre vielleicht noch einer bei rumgekommen. Wir haben ja gesagt, irgendwie zu zweit, ne? Ja, gut, das stimmt. Naja, ich finde es super, dass diese Kampagne so gut gelaufen ist, weil die haben ja $30.000 anvisiert und sind bei 2,5 Millionen Dollar gelandet oder etwas drüber sogar. Also absoluter Wahnsinn. Ja. Also für ein so ein Nischenspiel ist das schon echt der helle Wahnsinn. Aber man muss das natürlich auch mal realistisch betrachten.
die Community ist halt nicht so gigantisch groß. Also die Zahl der Bäcker ist doch im Verhältnis einigermaßen überschaubar. Warte, ich gucke gerade mal, da müsste irgendwo eine Zahl dabei stehen. 11.277. Jetzt machen wir mal hier Rechner bitte an. 2,5 Millionen geteilt durch, was habe ich gesagt, 12.000 oder 11.000, was war's? 11.000. Keine Ahnung, du hast die Seite noch. 11.277. So, zack, das macht also Grunde $222 pro Nase im Schnitt. Das ist schon eine Menge Holz, die da investiert wurde. Ja, das Coole ist, weil die Leute ja immer sagen, Robotech ist das lukrativere Brand, weil es halt in Asien so groß ist. Ich habe mal das Gut gerade rausgesucht, den Umsatz von Toy Wizards, die meisten Robotech-Toys quasi verkaufen und Miniaturen. Die hatten im Jahr 2018 knapp unter $500,000 Revenue mit Robotech-Toys gemacht. Mit wie vielen Leuten? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht. Nee, es ist kein Kickstarter, sondern wirklich den Company-Umsatz. Ach nee, Ecken und Scheiß, das ist ja nichts. Ja, ich sage ja. Naja, also was ich auf jeden Fall sagen wollte, die Zahl der Fans, die da investiert hat, ist halt in Summe schon überschaubar. Aber die sind halt bereit gewesen, für Tabletop relativ tief in die Tasche zu greifen. Sicherlich gibt es da nochmal höhere pro Nase-Schnitte. Ich weiß nicht, was Star Citizen da so eingenommen hat. Zum Beispiel, aber das dürfte ja mittlerweile auch komplett wahnsinnig sein, weil die Laufzeit ist ja auch jetzt zig Jahre lang, ne? Mhm. Und die Leute kaufen immer mal wieder was dazu. Das heißt, immer wenn sie mal wieder Geld haben, kaufen sie sich nochmal einen Sternzerstörer oder sowas. Und ich würde sagen, wenn Catalyst das jetzt auch mal so mal, warte mal, 7 Jahre laufen ließe, kämen da auch nochmal ein paar Euro zusammen, ne? Aber ich glaube, ihm würden dann irgendwann mal die Mix ausgehen. Man hat eh schon gemerkt, fand ich, bei den Stretch Goals, dass es zum Schluss dann einigermaßen dünn wurde, dass sie so, ja, wir spielen da mal mit so MacWarrior 5 irgendwie zusammen oder sowas, wenn es rauskommt. Weil da konntest du einfach nicht mehr so viel machen. Die haben also nicht geahnt, dass sie in diese Sphären vorstoßen. Ich sag mal, 30.000 fand ich jetzt auch ein bisschen futzelig, das als Ziel rauszugeben. Das ist so wie irgendwie 100-Meter-Läufer, der tritt an, um ja so den ersten Meter zu schaffen. Ich glaube, die hatten einfach keine Ahnung, was sie erreichen konnten und haben wahrscheinlich mit einem Supplier im Hintergrund ausgemacht, wir müssen mindestens um 30.000 bestellen, damit das rauskommt dabei. Und ja, also ich glaube, dass die echt mal probiert haben, quasi. Aber das ist schon sehr bescheiden. Aber das zeigt, dass der Bedarf da ist. Und wenn sie einfach nur geile Figuren rausbringen, dass die Leute auch bereit sind zu kaufen. Das ist ja das, was wir über Jahre auch in diesem Podcast gesagt haben. Mhm, definitiv. Bringt die Scheiße legal raus und wir kaufen es trotzdem. Obwohl jeder von uns sicherlich irgendwo so einen 3D-Drucker mich zu Hause hat. Den man auch natürlich auch zu sich als Sicherheitskopie, ne, angefertigt für private Zwecke. Natürlich. Ganz klar. Genau, weil man druckt. Richtig. Wer weiß, ob du dann mal dein Original verlierst oder so, dann brauchst du natürlich eine Sicherungskopie. Ist ja klar. Logisch. Aber man könnte auch sagen, durch diese Aktion und wenn sie das jetzt auch langfristig in den Markt reinbringen, haben die eine große Leute, also viele Leute arbeitslos gemacht, diese ganze hier auf Facebook. Ich glaube das doch nicht mehr. Die Leute sind ja komplett wahnsinnig, ne? Und man kann ja nie genug haben, sich ganze Armeen dahinstellen. Und ich muss auch sagen, ich stehe auf die neuen Figuren. Ich habe ja jetzt sowieso schon die neue Grundbox. Die habe ich ja als kleine Belohnung von meiner Frau im Juli bekommen. Kleiner Exkurs. Ich habe ein Fundament im Garten gelegt für ein Fahrradhäuschen. Und das war eine ziemlich schweißtreibende Arbeit und dann kam ich halt rein und meine Frau sagt, mach mal die Augen zu, ich habe ja was für dich. Und dann hat sie mir tatsächlich die aktuelle Battletech-Grundbox mit den 8 Püppis dann geschenkt und ich liebe meine Frau, sie ist die beste Ehefrau von allen. Sie hört nur zwischendurch immer mal rein. Und ich stehe auf die neuen Figuren und ich habe mir schon so, dann kannst du jetzt mal damit dann irgendwie die Kellerhounds basteln und dann mit den neuen Figuren, die wir da bestellt haben über das Kickstarter, da mache ich dann
die Spider Company hier von Natasha Kerensky, ne? Also es gibt so viel, was man noch bauen könnte. Vor allem, man ist ja aus der Zeit raus, wo man einfach nur die Püppis unbemalt irgendwie auf die Tischplatte oder mit Tungtarn und total bunt zusammengewürfelt. Davon sind ja viele weg. Ich möchte auch gerne kompanieweise aufstellen oder zumindest lanzenweise. Und wenn man Lanzen hat, dann will man ja ein bisschen Auswahl haben, nicht immer mit derselben Lanze spielen von den Kellhounds oder so, sondern brauchst du ja 12 oder 16 oder 20 Mechs. Und so kommt was zusammen und die Leute haben die Kohle und sind auch bereit, die auf den Tisch zu legen. Und von daher, warum das nicht als Publisher nutzen? Ich guck dir an, Warhammer 40k, um eine beschissene Armee zu haben, brauchst du wie viele Figuren? 30, 40, 50? Und wir hatten schon in Warhammer 40k nur eine Armee. Das stimmt. Mhm. So, jetzt, das war mein Rant des Tages. Aber ja, Dennis, Ike, ich hoffe, dass Sie das jetzt als Ansporn nehmen, auch dass die Produktlinie weiterzuentwickeln, die Kohle sinnvoll einzusetzen und uns über viele, viele Jahre noch mit lustigen Stompy Robots zu versorgen. Mhm. Genau. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich möchte jetzt Hoshi zitieren. MechWarrior 5 wird epic. Genau. Also es gab ein paar Unstimmigkeiten bei einigen Fans. Und zwar hat PGI einen exklusiven Deal für, ich glaube, ein Jahr gemacht mit dem Epic Store. Das heißt, MechWarrior 5 kommt für ein Jahr exklusiv in Epic Store. Und die haben es verschoben. Ja, geteilte Meinungen. Wie ist eure? Hoshi, fang also, an. Ja, ich muss sagen, also ich habe es ja relativ schnell vorbestellt, nachdem die Vorbesteller Zeugs da war, auch einfach, weil ich gesehen habe, man hat ja in MechWarrior Online massiv an Zeugs bekommen, was eigentlich schon den Gegenwert vom Vorbesteller entsprochen hat. Also ich habe jetzt nicht das höchste Paket genommen, sondern dieses, ich glaube, Medium, irgend so ein Mittelpaket oder was. Und du hast relativ viel Zeugs bekommen, also das war für mich schon relativ cool. Ja. Und ich sehe es jetzt so, also mit einer kleinen Verschiebung habe ich eigentlich schon immer gerechnet. Also die Verschiebung hat mich jetzt auch überhaupt nicht gestört. Ah, das war die zweite Verschiebung. Ja, die zweite. Mit der ersten habe ich auch gerechnet. Mit der zweiten, ja, jetzt muss ich sagen, ich nicht mehr. Aber ja, stimmt, fahr fort. Ja. Aber auch das, ich sage, mir ist lieber, sie verschieben es, als sie machen, weil ich kann mich noch an die MWO-Beta erinnern. Da haben sie zwei so ganz kleine Verschiebungen gemacht. Und dann hat irgendwann ich glaube, das war der damalige Publisher, Namen habe ich jetzt verdrängt. IGP hießen die, interessanterweise. Genau, IGP, ja. Unbedingt das Game releasen wollen. Und ich habe mir gedacht, das Game ist nicht releasefertig und war es auch nicht, ja, sondern man hat dann nochmal 6 Monate gebraucht, damit was rauskommt dabei. Deswegen ist mir lieber, sie verschieben es, als kommt ein Scheiß raus dabei. Ja. Weil ich glaube, das Game, gerade ein Einzelspieler-Game, stirbt, wenn es am Anfang zu buggy ist. Das hat man jetzt mit Anthem gesehen. Ja, ja. Super Spiel mit super Konzept. Aber Anthem war Anthem nicht im Multiplayer oder bin ich das falsch schief gewickelt? Ja, aber supported, also auch Co-op. Ja. Okay. Und super, aber einfach Storyline fehlt, ja, oder zu mühsam und so weiter. Und kein, ab einer gewissen Zeit kein Content mehr. Es war einfach meh, ja. Und ich sage, ein Singleplayer-Game muss einfach mitreißen von Anfang weg, wenn es rauskommt. Sonst hast du verloren. Und da ist mir lieber, sie investieren da die Zeit rein und machen das dann. Und das Zweite, ich habe eigentlich überhaupt nicht geschaut, wo ich dann das Game runterladen kann. Ich bin einfach ausgegangen davon, dass ich wahrscheinlich einen Steam-Key bekomme. Und das war ja am Anfang auch so angekündigt. Ja. Und dann habe ich halt die News gelesen, ich kriege halt jetzt statt einen Steam-Key einen Epic-Key. Ja, oder halt irgendeine Form von Epic irgendwas einlöse, Dingsbums, dass ich das halt aus dem Epic Store dann downloaden kann, muss ich sagen, ist mir auch Schnuppe. Und die Leute, die jetzt so, es gibt so diverseste Firmen-Hater, ja, aber seien wir uns ehrlich, Steam hat man sowieso installiert, wenn man ein bisschen gamet, ja. Ich habe auch den scheiß EA Store installiert, weil als Star Wars Fan muss man Battlefront spielen, auch wenn das Spiel nicht das Beste vom Besten war oder so, ne? Aber optisch einfach der Knaller. Ja, absolut. Ja. Deswegen sagen wir, als Star Wars-Fan muss man es spielen, ja. Es ist
Deswegen hat man den EA Store installiert, man hat den wer als Star Wars Fan Battlefront nicht spielt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, meine Meinung. Genau. Und ob ich jetzt den Epic Store auch noch da installiert habe oder was, ist mir komplett egal. Battle.net habe ich installiert, weil ich Diablo immer wieder gespielt habe und so. Also ja, du hast halt als Gamer einen Haufen Store-Apps auf deinem PC. Mein Gott, ja. Also ich sehe das nicht so krass wie manche anderen Leute. Also ich muss sagen, es ist... ich mag es auch nicht. Ich würde gerne alles in Steam haben, weil der Vorteil ist, es startet einer. Steam startet automatisch, aktualisiert alles. Wenn ich alle Store-Launcher, die ich habe, starten würde, automatisch, und dass die Updates ziehen, dann geht der Rechner in die Knie, weil Battle.net... Nee, das mache ich hier nicht. Bethesda, Steam, Epic, GOG, Origin, Wargaming Game Center. Na, du zockst so viel, knicken. Ganz klar. Ich sag nicht, dass ich alles da spiele. Das Problem hängt am anderen Ende der Leine, ja? ja, aber ich bin da eher so der On-Demand-Updater auch. Wenn ich Lust auf ein Spiel habe, schalte ich es ein, gegen Kaffee trinken, update das Game, kommt wieder ins Spiel. Ich bin da nicht so. Also ich muss sagen, seitdem ich, okay, jetzt hier Werbung, auch wenn wir davon nichts kriegen, Shadow, das ist, ich habe einen Rechner in der Cloud, der sitzt in Amsterdam und das ist mir auch egal, da dauert, es ist eine 100.000er Leitung, eine 1 GB Leitung, so rum. Also das lädt relativ schnell runter, das ist mir jetzt inzwischen auch wurscht. Aber als ich hier zu Hause meine 25er oder meine 50er hatte, dann dauert das halt immer ein paar Stunden, wenn ich mal was spielen will. Inzwischen kann ich empfehlen Playnight. Das ist ein Launcher, der im Endeffekt alle Spiele aus allen anderen Launchern importiert, dass man es darüber starten kann. Da muss man nicht suchen, wo war es das jetzt und sowas. Das ist, macht die Sache wieder angenehmer. Der Steam hatte den Vorteil, dass es einfach alles an einem Platz war. Du brauchst es nicht lange suchen. GOG mit dem GOG Galaxy 2 hat das Gleiche. Funktioniert in meiner Meinung nach nicht so gut wie Playnight. Ich packe euch aber mal die Links in die Beschreibung. Ja, also ich will nicht 5000 Launcher haben, ich will einen haben und meinetwegen muss es nicht Steam sein. Es würde mir reichen, wenn sie halt einfach einen unabhängigen machen, wo alle ihr Zeug reinhauen, was nicht einem gehört. Und ja, aber dazu müssten sich alle Firmen verstehen und das wird nie passieren. Ja, ich weiß. Es ist halt der Wunsch eines Gamers. Genau. Ach ja, die Realität. Ich hätte auch gerne alles im Steam, aber ist halt nicht so, ne? Es gibt übrigens noch den Xbox Beta-Client da für Windows. Den habe ich auch. Ja, habe ich auch den Scheiß, ja. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht so religiös. Vielleicht bin ich auch entspannter, weil ich eine 150 Mbit-Leitung jetzt habe, also. Ah, scheiße, muss ich denn jetzt echt dann jetzt den Gegenpart spielen, wenn ihr alle so Epic-Lovers seid? Aber sind wir ja nicht. Nee, doch. Ich bin jetzt kein Epic-Lover, aber aus Sicht eines Epic-Haters seid ihr definitiv hier, ne? White Knights, ne? Ihr verteidigt ja alles, ja. Ne? Die könnten euch auf die Tastatur pissen und ihr würdet es trotzdem kaufen. Nein, aber ich sag mal, mein erster Reflex war auch scheiße. Ne? Erstmal hatte ich mich wahnsinnig auf den Titel gefreut. Also jetzt wären es ja nur noch ein paar Tage gewesen, bis er released ist. Und ich kenne Leute, die sich Urlaub für den Release genommen hatten. Ne? Und ich finde, ein Release so kurz vorher und anderthalb Monate ist für einen PC-Titel echt sehr kurzfristig. Ich war lang genug selber in der Branche. Verschiebungen 6 Monate vorher sind auch schon nicht ganz so häufig. 1 bis 2 Jahre vorher wird es in der Regel so angekündigt. 1,5 Monate vorher ist schon echt ein starkes Stück. Ne? Also jetzt überleg mal, WoW hätte sich irgendwie mal 1,5 Monate der Release verschoben. Ne? Die Leute planen darauf mit ihren ganzen Raids und hast du nicht gesehen. Ne? Da wären Aufschrei durch die Welt gegangen, die hätten Blizzard abgebrannt. Ne? Auch wenn sie sich damit selber in den Arsch gebissen hätten oder so. Aber ihr wisst die Dimension. Also das finde ich schon echt nicht okay. So kurz vorher. Verschiebung grundsätzlich ja, aber das hätte man auch früher wissen können. Meiner Meinung nach. Ne? Aber sie haben halt mit der... und da kommen wir auf den Kern meiner Kritik. Aber ich will jetzt noch vorhin noch Epic anreißen. Ich hatte mit Epic überhaupt
gar keine Verbindung in dem Moment, wie sie es erwähnt haben. Ich dachte so, oh, nochmal ein Client, ich hätte auch gerne alles auf Steam. Aber dann habe ich drüber nachgedacht, wenn es alles auf Steam läuft und Steam der einzige Player am Markt ist, das ist ganz schön scheiße. Es braucht Konkurrenz, damit Steam auch beweglich bleibt. Also man kann Origin und Uplay und wie sie alle heißen und GOG gut oder doof finden, aber Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Und je mehr gute Konkurrenz es gibt, umso mehr profitieren wir, die Käufer, die Konsumenten, die Spieler oder wie ihr uns auch nennen wollt, ne, einfach davon, und das ist okay. Und dann ist mir noch aufgefallen, ich habe das Ding schon längst auf dem PC, weil wir im letzten Jahr auf der LAN-Party mit den alten Clan-Kumpels aus StarCraft und Warcraft-Zeiten UT gespielt haben, und da gab es nämlich die neue Version kostenlos auf Epic. Und deswegen hätte ich das Teil schon längst drauf. Also von daher, das ficht mich jetzt nicht so an, muss ich sagen. Ich dachte, du wolltest jetzt der Hater sein. Ja, nein. Also der Hater wegen der Scheißkommunikation. Also das muss man, das geht echt mal gar nicht. Also diese Verzögerungstaktik, die Indizien sind ja relativ klar darauf, dass sie schon früher wussten und dass sie diese Informationen zurückbehalten haben, um nach dem Vorverkauf dann da, nach dem Ende der Pre-Order-Phase dann da reinzukommen. Und das ist halt schon einfach, muss man sagen, PGI ist echt alles andere als ein Meister der Kommunikation. Und da kann ich jeden, der das scheiße findet, total verstehen und die sich halt auch ein bisschen verarscht fühlen. Ich meine, man muss auf der anderen Seite sagen, sie haben es immer noch fair gemacht. Man hat sofort ohne Angabe von Gründen auch einen Refund machen können. Wie viele Leute das bis heute, also Anfang September, diese Optionen gezogen haben, wissen wir nicht. Es werden schon einige gewesen sein. Das ist halt so eine Kacke. Man weiß auf der einen Seite oder man ahnt, dass die Hintergründe durchaus berechtigt waren, weil PGI das Geld wahrscheinlich ausgegangen ist. Sie gemerkt haben, wir brauchen noch Entwicklungszeit, sonst kommt das Spiel unfertig auf den Markt und es passiert das, was Hoshi gesagt hat. Ne? Schlechte Presse und dann ist das Mac-Genre für die nächsten 10 Jahre wieder tot. Oder wir suchen uns nochmal einen finanzkräftigen Investor und haben halt Möglichkeiten, unser Game halt ordentlich zu platzieren, weil Hand aufs Herz, wenn du ein neues Spiel auf Steam releast und du heißt nicht gerade, bist nicht gerade der Oberzampano, dann bist du nach 5 Minuten schon wieder von der Startseite praktisch verschwunden und Nirvana. Ja. Genau, und das muss man mal sagen, wenn ich Entscheider gewesen wäre und ich wäre vor dieser Wahl gestanden, ich hätte mich, was Epic oder Steam angeht, mit dem Weg ähnlich entschieden. Ich hätte nur die Kommunikation ganz anders gestaltet und wäre offener damit umgegangen und hätte das so früh wie möglich veröffentlicht und hätte auch ganz klar die Gründe benannt, so nach dem Motto, wir waren jung und brauchten das Geld, ne? Und einfach noch mehr Entwicklungszeit, weil sonst wird das Game kacke. Und das wollten wir keiner. Ich glaube, da wären auch viele Leute nicht so sauer gewesen. Es gibt einen Indie-Entwickler, der hat jetzt ich weiß nicht mehr wo, ich glaube bei GameStar oder Insert Moyen, ich weiß es nicht mehr, irgendwo haben die auf jeden Fall erzählt, warum sie zu Epic gegangen sind. Epic verspricht eine Mindestabnahme von Spielen. Und allein schon diese Mindestabnahme ist schon, du weißt halt, mit was du mindestens rechnest, und die zahlen Teil auch schon mal als Vorschuss. Also für rein finanziell gesehen ist es verständlich, dass Entwickler und jetzt auch PGI zu Epic gehen, weil es einfach ein reines wirtschaftliches Argument ist. Ein sehr definitiv. Großes. Hast du die Vorbestellerzahlen gesehen? Bei dem Ask Me Anything, also AMA, ne? Ich glaube, was war es? 30.000 Vorbesteller für MechWarrior 5, was mal gar nichts ist, global gesehen. Und im Vergleich hatte er gesagt, dass MWO damals irgendwie auf jeden Fall 6-stellig, irgendwie 180.000 oder so Leute weltweit in ein Paket vorbestellt hatten, wenn ich mich recht entsinne. Also kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen mit den Zahlen vertue. Ich habe nur die Zusammenfassung vom AMA gelesen. Aber wenn du nur einen Bruchteil von dem einnimmst, was du eigentlich bräuchtest, dann hast du einfach Geldprobleme. Das ist übrigens Ask Me Anything, nicht ARMA. Ich dachte auch an ARMA. ARMA habe ich, hab ich gesagt. Ja, ich habe nicht ARMA gesagt, ARMA. ARMA. Das gute deutsche ARMA. Genau. Arsch mich everything. Genau. Du bist aber ganz ein ARMA. Okay, wollt ihr noch was zu Epic sagen? Puh,
sonst. Ich glaube, das war jetzt epic genug. Genau. Also ich meine auch, das liegt auch nahe, die Engine verwenden sie sowieso schon von ihnen. Also all die Leute, die sagen, oh, Epic ist so böse. Ja, MechWarrior 5 basiert auf der Unreal Engine und die ist von Epic. Also hättet ihr es eigentlich, wenn ihr Epic gar nicht unterstützen wollt, im ersten Schritt schon gar nicht finanzieren dürfen. Aber egal, Logik und Rationalität, who needs it? du hattest gesagt, dass es keine Mac-Spiele mehr gibt. Und ich habe jetzt leider noch nicht geschaut, ich habe nur gesehen, dass es das gibt. Das nennt sich Phantom Brigade, ist auch noch nicht raus, steht noch in der Entwicklung. Auf der Gamescom gab es eine Demo, das ist auch ein Mech-Strategiespiel der Crypt of the Necrodancer-Entwickler. Und sieht wohl auch cool, richtig gut aus, aber mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Muss mir das Video noch angucken, habe ich gerade eben erst gesehen. Aber tatsächlich, also das muss ich mal ganz ehrlich zugeben, mich interessieren Mech-Spiele außerhalb von Battletech nicht die Bohne. Das habe ich immer wiederholt festgestellt. Ich habe es immer mal wieder probiert. Und ich kann das, glaube ich, nur damit begründen, dass die originalen Designs damals bei mir haben eine Seite zum Klingen bringen lassen. Und das Ganze noch durch die Romane die entsprechende Resonanz gefunden hat, weil ich einfach das Universum geil finde. Und das ist schwer zu toppen. Also vor allem habe ich auch nicht mehr. Ich habe mal irgendwann mal einen Kollegen gefragt, sag mal, wie viele Fantasy-Universen kannst du in deinem Leben erlernen? Herr der Ringe, Star Wars, Star Trek, Battletech und weiß der Geier was. Irgendwann hat man auch nicht mehr so viel Bock. Noch Game of Thrones zwischendurch noch, du weißt, was ich meine, ne? Okay, also und das war nur rein informativ. Jetzt möchte ich noch etwas, was nicht mit Battletech zu tun hat, und zwar Homeworld 3 wurde angekündigt und ich bin total gehypt. Was wurde angekündigt? Homeworld 3. Also Homeworld 3, okay. Ja. Gibt auch eine kleine Fig-Kampagne, also FIG. Eine was für Kampagne? FIG, Fig, so heißt diese. Ach, du meinst dieses, genau. Das ist ein, so ähnlich wie Kickstarter, nur halt für Games gemacht, und das ist auch dafür, dass Leute auch investieren können, nicht nur klassische Bäcker-Spieler, sondern auch andere. Die brauchen das nicht. Das Ding ist schon finanziert von Gearbox. Aber sie wollen damit auch den Spielern über die Kampagne eine Möglichkeit geben, Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen. Und da ich Homeworld 1 und 2 toll fand und Battle of Kakarok oder wie das heißt, fand ich auch toll. Aber endlich richtiges Homeworld. Nein. Aber endlich wäre ich dieses Homeworld. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Habt ihr noch etwas vom Thema? Nö, ja, Homeworld, aber ich habe interessanterweise festgestellt, obwohl ich Teil 1 total gerne gespielt habe, habe ich das Remastered mir besorgt und habe es ungefähr nach 5 Minuten wieder ausgemacht. Irgendwie war die Erinnerung an das Spiel schöner, als es tatsächlich nochmal zu spielen. Also es hat mich total überrascht, weil ich ja war damals ziemlicher Fanboy und irgendwie, keine Ahnung, das war so irgendwie, der Zauber war verflogen. Kann ich nicht bestätigen. Ja, nee, das ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Deswegen fand ich es auch so, als die Homeworld 3 war für mich so ein, ach ja, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Also es ist jetzt bitte nichts über die Qualität und du sollst bitte Spaß daran haben und ich gönne dir das aus ganzem Herzen. Aber es fällt mir auf, dass gewisse Sachen, die einem irgendwie früher total gut gefallen haben, dann irgendwie sind dann weg. So wie Counter-Strike. Habe ich früher gedaddelt wie ein Doofen. Jetzt auf der LAN-Party gespielt. Ich muss sagen, gut, ein paar Headshots waren lustig, aber sonst. Okay, dann das Thema, worum es heute eigentlich geht. Battletech. War of Refusal. Ja. Also, Hoshi hat das auch wieder schön uns eine Liste gemacht und ich möchte ihn wieder mal zitieren. Vorab zur Wiederholung, Comstar hat gewonnen auf Tukayit, neue Starleach gegründet, Lyrien und Fedcom sind gespalten. Und jetzt kommt... Nee, du musst was anders sagen, du musst sagen, was bisher geschah. Dann machst du eine Schnellzusammenfassung. Was bisher geschah. Genau, etwas episch. Okay, nächste Mal. Dann muss ich mal schauen, dass ich noch Hall irgendwie reinkriege oder so. Oh ja, geil. Okay, genau. Hoshi, ist sowas, genau. Also 3057, Hoshi, fang an. Ja, also
Wir haben eben beim letzten Mal schon drüber geredet, was so als eben vorher passiert ist. Also was bisher geschah. Ja, und im Prinzip, was passiert? Und zwar der Clan Jadefalken klagt quasi den Ilkhan Ulrich Kerensky an, einen Genozid quasi verursacht zu haben. Ja? Und haben deshalb den Trial of Refusal ausgerufen. Warum Genozid? Weil eigentlich ist es ja Schwachsinn, weil in der Operation Revival, also die im Dukat geendet hat, hat der Ulrich Kerensky ja eigentlich, oder der Clan Wolf eigentlich nur Cluster-Level-Units im Kampf eingesetzt. Das heißt, die haben nicht jetzt irgendwas von Orbit bombardiert oder irgendwas. Aber das Argument vom Clan Jadefalken war im Prinzip, quasi das Bieten für Dukait, ja, vom Ulrich Kerensky für seine Zwecke ausgenutzt wurde, so laut Clan Jadefalken, und deshalb er halt so viele Clan-Krieger in den Tod geschickt hat, damit er die Oberhand behält. So nach dem Motto, ne? Und das hat dann, sage ich jetzt mal, so ein bisschen das Feuer entfacht. Und dann war es natürlich auch so, dass die ganzen Crusader-Clans überhaupt nicht glücklich damit waren, dass es halt jetzt diese 15 Jahre Frieden gibt. Ja, und das war halt nicht so lustig, weil erst im Jahr, das ist dann glaube ich 3067 oder irgend sowas, werden die Clans quasi in der Lage, wieder wirklich zu kämpfen, ne? Gegen die innere Sphäre. Und die Clans haben schon gemerkt, dass die innere Sphäre, wie man bei uns so schön sagt, nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen kommt. Mhm. Ihnen die 15 Jahre sicher ausnützen würden, vor allem mit Alliierten wie den Wolf-Dragonern etc., um hier kräftigst aufzurüsten gegen die Clans. Man muss dazu wissen, dass so eine Clan-Krieger-Generation ja nicht so lange währt. Ne? Das ist ja nicht wie bei der inneren Sphäre, wo die Damen und Herren der Kriegerkaste bis ins höchste Alter im Battlemech sitzen. Also Jamie Wolf und so, die haben ja wirklich mit, keine Ahnung, mit 80 da irgendwie noch im Cockpit gesessen oder so. Während die Clane ja schon ab 30 Jahren zum alten Eisen gehören. Das heißt, genau. Es werden irgendwie 16, 18 Jahre alt oder sowas und dann bis so 20 werden sie dann irgendwann Krieger in der Zeit. Und das heißt, die haben so ein Zeitfenster von ungefähr 10, 12 Jahren, um was zu reißen, damit ihre Gene dann auch in den Pool kommen und daraus dann neue Generationen gezüchtet werden. Und wenn du jetzt 15 Jahre lang Frieden hast, ist mindestens eine vollständige Generation ziemlich am Arsch und kann sich praktisch kaum noch hervortun. Und das ist halt natürlich auch für so eine Kriegergesellschaft wie die Clans dann eine erhebliche Auswirkung, ne? Muss man ganz klar sagen. Und natürlich, wie war das? Belächelt werden ist leicht oder sowas, oder bemitleid, das kriegst du geschenkt, aber Neid musst du dir arbeiten. Die Wölfe waren, obwohl sie ja gezwungen wurden, an der Invasion teilzunehmen, mit Abstand die erfolgreichsten. Und die waren auch die einzigen, die auf Tukayit beide Objectives erfüllt hatten. Und das brannte natürlich dann doppelt nach bei den ganzen Kreuzrittern. Eine Frage, sterben die Clane auch früher? Ja, weil sie sich umbringen. Hier sind ja so, wenn sie dann zu alt werden und bis das Ganze bis dahin überlebt haben, gehen sie ja dann in die sogenannten Solama-Einheiten. Das ist so das alte Eisen. Und das Einzige, was die noch zum Ziel haben, ist ein ehrenvoller Tod. Und das heißt, die nehmen immer riskantere Missionen an, bieten immer extremer, nach dem Motto, alles auf eine Karte. Wenn es gut geht, dann werde ich in den Genpool aufgenommen. Wenn es kacke wird, dann sterbe ich wenigstens ehrenhaft. Je älter sie werden, umso risikoreicher. Während diametral die in der Sphäre, je älter sie werden, umso mehr Erfahrung haben sie, umso mehr steigt die Überlebensquote eigentlich. Ne? Mhm. Das verachten die Clans übrigens auch. Was verachten sie? Ja, die Innersphäre, dass die einfach materialschonend sozusagen, Mensch, und also nicht. Ach so. Das finde ich, also ich finde, auf der einen Seite ist die Clan-Gesellschaft hat echt
erhebliche Logiklücken. Das könnte man sagen, oh, schlecht geschrieben. Aber Menschen sind nun mal unlogisch. Auf der einen Seite sagen sie, oh ja, das Kampfmaterial muss geschont werden, ne? Nicht zu viele Mechs bieten. Im Zweifelsfall gibt es ein One-on-One irgendwie um einen Planeten. Auf der anderen Seite sagen sie, oh, mit 30 bis zum alten Eisen, dann kannst du alles, was menschlich ist, dann verheizen, so ungefähr. Ne? Mhm. Aber die Mechs müssen geschont werden. So, das ist irgendwie ganz skurril. Auf der einen Seite sagen sie, ja, wir hassen Abkürzungen und ne, irgendwelchen Slang, sagen aber selber Quaif und Quainik, also ich weiß nicht, wie es ausgesprochen ist, also, auf Deutsch war es dann Fraport und Franek, das sind ja auch Abkürzungen. Also es ist, die Clan-Gesellschaft ist in sich nicht kohärent, ne, die da treiben. Genau, ja. Und das Lustige ist ja, dass das mittlerweile der Vlad Ward quasi der Sarkhan der Wölfe. Ja? Zweiter Mann im Staat, ne? Genau. Gemeinsam mit dem Loremaster des Clan Wolfs, den der Ulrich Kerensky ein bisschen ausgespielt hat, wie er eigentlich zum Ilkhan geworden ist, ja? Auch nicht seine besten Freunde sind und auch ausgesprochene Crusader sind, also Kreuzritter, und die haben natürlich im Hintergrund auch schon quasi eine Ermittlung gegen ihn gestartet und ihn auch des Hochverrats sogar angeklagt. Ne? Mhm. Und das ist halt eine ganz interessante Melange, dass die Wölfe einmal intern natürlich einen Kampf haben, schon einen Bürgerkrieg und dann noch einen Bürgerkrieg zusätzlich on top, einen Meta-Bürgerkrieg gegen die Jadefalken halt dann führen, stellvertretend für die ganzen anderen Kreuzritter-Clans. Das heißt, die Jadefalken haben das nicht alleine initiiert, da gibt es noch ein paar andere Clans, die das auch gut finden. Und zu dem Zeitpunkt ist eigentlich technisch gesehen Clan Ghostbeer auch ähnlich erfolgreich wie die Jadefalken, sind aber tendenziell mit den Wölfen aber befreundet und suchen daher nicht den Konflikt. Und die Jadefalken fühlen sich eigentlich als die Nummer eins unter den Clans, unter den Kreuzrittern sowieso, ne? Und wollen die Wölfe sozusagen auf ihre Plätze verweisen und vielleicht dann halt vernichten, wie auch immer, ne? Und ja, das ist eine ganz interessante Melange, dass sie halt sagen, okay, wir nutzen jetzt diese 15 Jahre für diesen Bruder- oder Schwesterkonflikt, wie auch immer. Und das finde ich auch, das war eigentlich die logische Konsequenz aus den Büchern vorher. Ja, genau so ist es, ja. Und der Ulrich hat das war auch vielleicht das, was uns nicht so toll war, das Ganze eigentlich ein bisschen auf die leichte Schulter auch genommen, wie er das quasi am Anfang gehört hat, diese ganzen Anklagen gegen ihn, weil der Kampf von Dukaid war ja vom großen Konzil abgesegnet. Ja? Also er ist ja quasi mit dem Segen des Clan-Konzils da in den Kampf gezogen. Ne? Und deswegen hat er sich halt auch ein bisschen in Sicherheit gewiegt, dass da überhaupt kein Problem ist. Ne? Weiß ich nicht. Also ich hatte immer den Eindruck, als ich die Bücher gelesen habe, dass Kerensky sehr genau weiß, was auf ihn zukommt. Und dass es alles so ein kalkuliertes Risiko für ihn ist und am Ende des Tages dann schon dieses japanische Sprichwort Shigata Genai, ist es nicht zu ändern, dann auch sein Schicksal akzeptiert, ne? Na, dann schon, aber es ist schon noch ein bisschen, er hat sich ja bis jetzt aus jeder Situation rausgeredet, ja? Ja. Und sein Plan bei der Verteidigung war ja auch, dass er einfach sagt, okay, wir Klaner als Gesamtes haben einfach die Comguards komplett unterschätzt. Und hatte aber, er das. Aber das so nach dem Motto ist eher euch anzukreiden als wir, weil wir haben ja unsere Ziele auf Dukaid erreicht, ne? Genau. Und er hat ja auch versucht, noch Ratschlag zu geben im Vorfeld von Dukaid, wurde ja aber von den anderen Clans dann ausgebremst, ne? Also von daher, ich glaube, er hat nach außen hin seine Hände in Unschuld gewaschen, so Pontius Pilatus-mäßig, ne? Aber ich glaube, er wollte mit Dukaid ein Statement machen. Die innere Sphäre ist nicht so saft- und kraftlos, wie wir immer denken. Und vor allem der inneren Sphäre diese 15 Jahre verschaffen, um aufzurüsten, um sich erfolgreich verteidigen zu können gegen die Angreifer. Er war ja ein Bewahrer. Und was bewahren die Bewahrer?
die innere Sphäre vor äußeren Schaden. Und das sind nun mal die Kreuzritter. Das heißt, eigentlich am Ende des Tages hat er nur seinen Job gemacht. Und wenn es ihn seinen Clan kostet. Aber er hat auch da sich dann schon wieder eine Hintertür eingebaut. Ne? Und das merkt man, dass der Ulrich Krenzky immer irgendwo nochmal so ein Ass im Ärmel hat. Und Phelan Ward ist ja quasi im Prinzip der Khan geworden, der Clans, weil Ulrich ist ja Ilkhan, ne? Ja. Und den hat er ja schon auf seiner Seite gehabt, weil er ist ja einer seiner größten Verfechter. Sein Held ist er, sein Recke. Genau, sein Champion. Held quasi. Und mit dem ist er dann quasi in diesen War of Refusal gezogen gegen die Jade Falken, auch mit dem schon intern ausgesprochenen Ziel, die Falken so zu schwächen, dass sie vor 15 Jahren sich gar nicht mehr erholen können, auch wenn irgendwie das Konzil dagegen irgendwie das aufhebt oder sonst irgendwas macht. Ja? Das heißt, die Falken hätten ein Eigeninteresse gehabt, dass es vor den 15 Jahren nicht losgeht, weil sie selber gar nicht in der Lage gewesen wären, da mitzumachen. Genau so ist es, ja. Ja, ganz schön perfide, der gute Ulrich, ne? Also das war sozusagen quasi sein zweites Out, ja. Mhm. Wenn er nicht komplett gewinnt. Und mit dem geht er auch voll rein, ne? Also Phelan Ward mit seiner Alpha Galaxy macht einen Assault Run gegen die Jade Falken nach dem anderen und am Anfang räumen es da auch, sag ich mal, richtig auf, ja, und haben quasi einen Erfolg nach dem anderen und hauen sich so quasi durch die Falken Einheiten durch. Ja, die führen ja so einen Abnutzungskrieg, ne, die Falken. Genau. Die wissen ja, dass sie ja, eins gegen eins die Alpha-Galaxie von den Wölfen nicht wirklich schlagen können, zumindest nicht im ähnlichen Kräfteverhältnis. Und dann füttern sie sozusagen mit irgendwelchen zweitklassigen Units, um die Alpha-Galaxie halt abzunutzen, um sie sturmreif sozusagen zu schießen und dann zu vernichten mit den reservegehaltenen Eliteverbänden. Ne? Genau, die Wölfe waren so quasi schon ein bisschen siegessicher, aber der Sarkhan, Falken, Wanderwan Schisto, ja. Hat quasi immer die eigentlich am wenigsten erfahrenen Einheiten in den Weg der Wölfe gestellt und teilweise auch Solama-Einheiten und so weiter, eben von denen wir gerade gesprochen haben, ja, alte Krieger, die sie eh ausmustern wollten, so nach dem Motto. Alt, jetzt, ich mache gerade Finger mit dem Finger in den Anführungsstrichen, alt. Ne? Genau. 35 Jahre alt, alt. Genau, also richtig alte Leute. Ja. Nicht so jung wie wir, also. Haben wir da vielleicht den Schwarze getroffen, Nicke? Ja, ich werde 35, bald. Alt. Ja, übermorgen. Voll alt. Ja. Also nicht 25, so wie Olli und ich. Also. Oh, ja. Genau. 25er Jahrgang seid ihr ja. 1825. Genau. Aber das. Und das war ziemlich effektiv, also diese quasi Einheiten, die Jade Falken da reingestellt haben, haben wirklich ziemlich die Alpha- und Beta-Galaxie der Wölfe aufgemischt. Ja. Und als dann die Natascha Kerensky versucht hat, auf Tricross die Falken-Garrison aufzureiben, ja, hat sie schon ziemliche Probleme gehabt, sage ich da mal, und hat da ziemlich zum Kämpfen gehabt, um da irgendwas noch zu reißen. Ja, also, und deswegen hat sie gesagt, okay, runter von dem Planeten und wir joinen quasi die Taskforce von Ulrich und machen jetzt quasi die Rückzugskompanie. Und als sie das dann quasi gemacht haben, ja, hat die Falkenkommandantin Joanna. Ja, Falkenkommandantin, sie war eigentlich auch schon fast Solama, ne? Genau, Star Commander Joanna, die Natascha zum Einzelkampf herausgefordert und hat ja einen guten Kampf geliefert, aber war eigentlich nicht so am Gewinnen und hat dann allerdings einen Cockpit-Treffer gescored und damit die Natascha Kerensky umgebracht, ja. Und tja, das war's dann mit der lieben Natascha.
Und das hat ja, was heißt, die ganzen Wölfe ziemlich getroffen. Noch nicht mal getroffen mit einem Headshot, sondern das Cockpit war ein bisschen auf durch einen vorherigen Kopftreffer. Und ich habe das Buch gerade in der Hand. Wenn ich mich erinnere, hat sie im Liegen ihre Sprungdüsen von ihrem Summoner alias Thor alias Nemesis alias was auch immer gezündet und die Natasha Kerensky im Cockpit ihres Direwolves oder Höhlenwolfs eigentlich oder geröstet. Geröstet, genau. Und das Ding, also ich fand's cool, als ich naja, es gesehen hab. Schon aber, ein starker Abgang, ne? Aber hört sich nicht nach ehrenvoll an, ne? Ja, es ist so fast schon eine Nahkampfattacke, aber Joanna an dem Zeitpunkt war auch ein bisschen verzweifelt, ne? Aber viele Leute fanden das total scheiße, dass Natasha Kerensky durch so einen miesen Trick gestorben ist, ne? Mhm. Es hörte sich an, als ob da noch was kommt, Olli. Ja, nein. Ich wollte mal hören, was Hoshi dazu sagt. Also. Nee, es stimmt. Also ich hab's auch, also mir hat's eigentlich gefallen, ja. Ich habe auch immer schon gedacht, weil die Natascha war tatsächlich alt, ja, also selbst für unsere Begriffe, ja. Also die war ja so in ihren 60ern, 70ern oder so zu der Zeit, irgend sowas, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber auf jeden Fall, die war schon, also für Clans war sie Steinzeit und für uns alt, ja. Ich habe immer gehofft, dass sie nicht quasi irgendwie dann, keine Ahnung, einen Herzinfarkt kriegt oder irgend so einen Scheiß, ja, weil das wäre der schlechteste Abgang aller Zeiten. Ja, im Prinzip so. Dass sie irgendwie episch. Ja, aber so sollte sie hatte jeder, die Joanna eigentlich gekämpft. Sie hatte eigentlich besiegt gehabt schon, ja. Und die hat halt wirklich so im letzten Ding noch das abgezogen und verdient. Ich hab die Stelle. Also ich hab's okay gefunden. Soll ich die Zeilen mal vorlesen? Ja, gern. Joanna hatte das linke Bein der Nemesis bis zu einem Punkt links neben Natasha Kerenskys Cockpit gehoben. Sie zog es in einer schnellen Bewegung nach rechts, während sie mit leichtem Fingerdruck die Sprungdüse des Beins auslöste. Die Flammenzunge schoss in einem wilden, gelb-orangefarbenen Strahl aus der Düsenöffnung und verschlang die Pilotenkanzel des Höhlenwolf wie ein hungriges, lodernes Feuermaul. Joanna stellte die Düse erst ab, lange nachdem das Cockpit des Höhlenwolf nur noch ein Schlackhaufen war. Die Pilotin in seinem Inneren war verbrannt. Und das kam ziemlich überraschend und plötzlich und alle haben aufgeheult. Aber ganz ehrlich, wenn jeder Held im Battletech-Universum auf einem Haufen toter Mechs sozusagen von einer hundertfachen überlegenen gegnerischen Streitmacht niedergemetzelt werden muss, dann würde es im Battletech in der inneren Sphäre vor Mechhaufen nur so wimmeln. Ich fand das okay. Leute sterben nun mal meistens etwas unerwartet. Die wenigstens sehen es kommen. Mhm. Vor allem auf dem Schlachtfeld. Und dann haben die Falken natürlich das zweite grandiose Ding abgezogen. Also sie hatten als sie quasi gesagt haben, okay, jetzt greifen wir die Heimatwelt der Falken an, also Wotan wird angegriffen, wir nehmen die jetzt ein, weil wir hatten eh so viel Erfolg, kommen da Horadigams einran. Da haben sie dann festgestellt, okay, Wotan wird ein bisschen stärker bewacht, als wir gedacht haben, weil die ganzen Elite-Truppen haben die quasi so ein bisschen aufgespart. Und das war schon ein ziemlich heftiger Kampf. Aber die Wölfe waren noch immer am Gewinnen, ja. Was sie allerdings nicht wussten, ist, dass eben der Sarkhan Shisto oder Kisto, sagen manche. Ich habe auch mit Shisto gesagt. Ich hätte auch Shisto gesagt, ja. Hat zwei Sterne von Raketenbooten in seiner Hinterhand gehalten und ist dann quasi auf den Ilkhan Ulrich Kerensky mehr oder weniger losgestürmt. Ja. Hat seinen Small Laser, den er im seine Mech hatte, als quasi Tag verwendet, also als Laserzieleinrichtung und hat den quasi auf den Ulrich Kerensky gerichtet und die zwei Sterne haben komplett die mit Raketen eingedeckt, ja, und wenn 10 Mechs alle ihre 10 Mech-Missilboote, also ich sag mal so mindestens 40 bis 60 Raketen pro Mech auf einen Mech
vom Ulrich Kerensky, auch wenn es ein 100-Tonner war, ja, niederregnen lassen, dann ist der Mech Geschichte. Und haben damit quasi den Ulrich Kerensky aus seinem Cockpit geschossen und auch seine gesamte Kommandolanze quasi von seiner Einheit vernichtet. Yep. Und das war dann halt richtig blöd, weil damit war Natascha aus dem Spiel, Ulrich Kerensky war aus dem Spiel und damit haben sie gesagt, okay, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Failen Ward umbringen, weil dann haben wir freies Spiel, ne? Noch für die, die es nicht wissen, ganz kurz, Phelan Ward ist Phelan Kell, ne? Genau, also Phelan Ward, das hat man also ganz am Anfang wieder. Genau, er ist Fleisch gewordener Beweis, dass die Innosphäre sich nicht vor den Clanen zu verstecken braucht. Und das war natürlich nochmal ein Stachel im Fleisch. Genau, also die wollten ihn unbedingt wegräumen. Ja, also der gehört weggeräumt. Soll das, ja, ne? Genau, also die Backdoor, die wir ursprünglich ich glaube, wie gesagt, also der gute Ulrich Kerensky hat von Beginn an auch damit kalkuliert, dass es die Wölfe nicht überleben. Genau. Und hat dann halt entsprechend diese Hintertür eingebaut, denn, und Hoshi, das darfst du gerne erzählen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall dass die Wölfe um Phelan Ward, den die Clans verlassen. Genau. Dass sie sozusagen die Wölfe im Exil gründen und sich im Defensivkordon von Ark Royal, das ist ein Planet im Bereich von Haus Steiner, dem ursprünglichen Sitz der Familie Kell, die ja auch Mechs produzieren, dann halt anzusiedeln. Das heißt, die Claner haben einen Exodus sozusagen erlebt von einem beträchtlichen Teil von Kriegern, die der Idee der Bewahrer sich verpflichtet fühlten. Und die haben sich sozusagen aus diesem ganzen Krieg heraus dann oder aus diesem Bürgerkrieg heraus gelöst und sind dann in die Innersphäre zurückgekehrt, haben sich dann da angesiedelt und haben fortan diesen Bereich im lyranischen Commonwealth oder im lyranischen Teil des Vereinigten Commonwealths dann gegen die Klaner verteidigt. Genau, also der ganze quasi, also die dem Phelan Ward zugetanen Wölfe quasi sind mit ihm, haben da quasi den Rückzug angetreten. Phelan hat dann auch die Kellhounds dann quasi schon kontaktiert gehabt und die haben ihnen dann geholfen, also die Jadefalken ein bisschen zurückzuhalten und haben es dann eben in diese Sicherheitszone, nenne ich es mal, geschafft, ja, und damit waren sie für die Jadefalken eigentlich nicht mehr greifbar. Allerdings muss man sagen, die Jadefalken waren nicht ganz unglücklich, weil sie haben jetzt zwar den Phelan nicht umgeniedert, aber alle Klaner waren eigentlich der Meinung, oh, Verräter, der ist jetzt weg, soll er machen, was er will, ja. Und die Jadefalken haben gesagt, okay, wir haben jetzt dann so gegen den Clan Wolf gekämpft und aus unserer Sicht haben wir quasi das Trial of Refusal gewonnen und wir wandeln das Refusal jetzt in eine Absorption des Clans um, weil der Phelan hatte eigentlich fast die ganzen Wölfe mitgenommen. Und was sie damit allerdings nicht gerechnet haben, dass eigentlich das Arschloch der Nation, nämlich Vlad, das Ilkhan Vlad überlebt hat, den eigentlich keiner mochte bis zu dem Zeitpunkt, aber der macht jetzt was Praktisches. Nämlich der hat mitverfolgt, quasi wie der Ulrich Kerensky umgebracht wurde und das ist ja eigentlich eine Taktik, die gegen die Clan-Regeln verstoßt, weil man kämpft eins gegen eins und nicht lasst nicht einen Ilkhan von 10 Mechs bombardieren. Ja? Also das ist absolut unsagbar. Ja? Und deswegen fordert der Vlad den Chistu quasi heraus zu einem Trial of Refusal seinerseits. Und Vlad macht im Prinzip mit dem Chistu mehr oder weniger kurzen Prozess, ja, und bringt ihn natürlich um, weil der Vlad ist ein kaltherziger Killer, wie er so schön dargestellt wird. Ja. War das vor oder nachdem sie die Jadewölfe gegründet haben? Das ist genau jetzt quasi. Also der Khan, der Falken, möchte jetzt quasi
So nach dem Motto, okay, Absorption ist nicht, weil wir haben ja zwar schon gewonnen und so weiter, wir können die Wölfe auch nicht so lassen, wie sie sind. Deswegen schlagt er eben vor, die verbliebenen Wölfe umzubenennen in den Clan Jadewolf. Weil der ganze Clan Wolf ist ja quasi für den Ulrich seine Verbrechen verantwortlich, aber der Vlad hat sich hervorgetan als super Ole-Ole-Krieger, ja, und deswegen soll er quasi den Clan Jadewolf anführen, ja. Und hat dann quasi den Blutnamen Ward angenommen und ihn gewonnen natürlich auch im Kampf, und damit ist er so Vlad Ward, der Khan der Jadewölfe, und Phelan Ward ist dann quasi der Khan des Clan Wolf in Exile, also im Exil. Hm. Und da sind dann quasi, hat man jetzt so zwei Wolf-Clans, also die Jadewölfe und die Wölfe im Exil. Vlad war aber doch einer von den Kröten, ne? Oder hat er inzwischen auch im Mech gesteuert? Nee, Vlad war immer schon ein Mechkrieger. Ja, definitiv. Ah, stimmt. Sorry, ich hab's mit den Dings verwechselt. Smokejacker, Starker, waren immer so Elementare, die Bösen. Ja, da gab's aber auch einen bei dem Comic von dem Dings, die da in den... Oh, von den Leuten, die in die Innisfeuer gegangen sind, die Söldner. Hä? Ah, wie heißt denn... Wolfs Dragoner meinst du? Genau. Da gibt es auch einen Inventar, ja, genau. Aber den haben das habe ich jetzt gerade verwechselt. Genau. Ja, der ist ja als Bondsman genommen worden, und ich glaube, es ist auch ein ehemaliger Smoke Jaguar. Also, ja, genau. Aber das ist eine ganz andere Kiste. Nee, aber ich fand das interessant, vor allem als ich das gelesen habe, die Stelle mit dem Jadewölken, da habe ich gesagt, what the fuck, das können die jetzt nicht wirklich machen, und das ist ja total cheesy, und das würden doch Wölfe nie mit sich machen lassen, und dann bringt Vlad sie alle um, und ich dachte, okay, jetzt hat er wieder das alles ins Lot gebracht. Also da haben sie wirklich mit mir als Leser mit den Emotionen erfolgreich gespielt, weil ich war auch erst total angeekelt von der Idee der Jadewölfe. Und ich habe gesagt, das ist out of character, und das wird der Vlad doch nie machen. Aber er war ja immer so sehr, sehr straight, sehr geradlinig in seiner Art, der Vlad, und sehr ausrechenbar. Und im Prinzip war er das jetzt ja auch wieder, aber man hatte aufgrund von Storytelling, von der Geschichtserzählung eigentlich jetzt fast erwartet, dass es tatsächlich so kommt. Aber ich fand es super, dass dann sein originaler Charakter wieder rauskommt und sagte, wisst ihr was, scheiß auf deine Jadewölfe, ich bring dich einfach um. Genau, also das war ein ziemlich cooler Move, ja. Also er ist dann quasi der Khan der Jadewölfe. Ja. Der Khan, ein Khan eines Clans, kann natürlich einen anderen Khan herausfordern. Fordert den Elias Critchell, eben den Jadefalken-Khan, raus, niedert den um und nennt seinen Clan wieder von Jadewölfen in Clan Wolf. Ja, das ist natürlich relativ cool, und die Wölfe dadurch haben eigentlich quasi durch diesen Move von Vlad eigentlich überlebt, auch in der Clan-Struktur, jetzt nicht nur im Exil eben, und haben tatsächlich quasi die Traditionen der Wölfe erhalten, allerdings halt jetzt als Kreuzritter-Clan. Ja, und ich muss sagen, obwohl ich wirklich kein Clan-Fan bin, ich fand die meisten Clan-Bücher eigentlich eher ein bisschen langweilig, weil mich die Gesellschaftsstruktur überhaupt nicht anmacht, die ist mir zu eindimensional. Aber gerade diese Plot-Twists, die haben mir sehr, sehr gut gefallen, und das habe ich gerne gelesen. Und ich fand auch Joanna als Jadefalken-Charakter interessant und bin deswegen auch ein bisschen Jadefalken-Fan, und weil sie halt auch ein bisschen mehrdimensional und ich nicht immer nur diesem Ehrenlings, auch ein bisschen hinterhältig, ein bisschen Verrat und so. Das war spannend, ne? Und das quasi der krönende Abschluss, der dann, also passierte es, Vlad hatte den Blutnamen Ward nur annehmen können, weil das Clan-Konzil Phelan quasi seinen Blutnamen abgesprochen hat. Also er war nicht mehr Phelan Ward. Ja. Und das ist natürlich, dann dadurch wurde der Name quasi wieder frei, und Vlad konnte sich diesen Namen erkämpfen. Was allerdings der Vlad auch nicht gewusst hat,
war, dass der Ulrich Kerensky so quasi in seiner Hinterlassenschaft als Ilkhan noch einen Befehl rausgebracht hat und so nach dem Motto, die Verlassenschaftsbefehle eines Khans sind quasi heilig, also das müssen die annehmen, ja, und der hat halt gesagt, dass Kell als Blutname eingeführt wird und damit der Phelan als gebürtiger Kell quasi der Erste ist, der diesen Blutnamen hat. Ja. Das heißt, er war jetzt wieder Phelan Kell und auch nach den Gesetzen der Clans ist er damit fähig, weiterhin Khan zu sein. Ne? Also das war so quasi das, was der Ulrich, obwohl er schon tot war, noch da reingemogelt hat, quasi in die Packung. Aber was nützt es ihm, wenn er noch, also der Clan Wolf im Exil, der jetzt praktisch wieder unter Clanrecht ist, aber sie sind doch im Exil und damit nicht mehr unter Clanrecht. Ja, aber du bist natürlich, aber du bist offiziell eigentlich laut Gesetzen der Clans ein Khan. Das heißt, du hast, wenn du jetzt im Exil bist und angegriffen wirst, gibt es sicher einige Claner, die sagen, technisch ist das ein Clan und damit müssen wir alle Regeln, nach allen Regeln spielen, die halt einem Khan so entgegenkommen. Ja? Genau, ja, also es gibt den Exilwölfen mehr Optionen, strategische, politische und taktische. Und es treibt wiederum einen Keil zwischen die ursprünglichen Clans, also Bewahrer, Kreuzritter und so weiter. Genau. Ne? Also und rein technisch wäre es locker möglich, dass der Phelan sagt, der Vlad ist im Unrecht, der Vlad sagt, der Phelan ist im Unrecht, wir sind die eigentlichen Wölfe, also jeder sagt, wir sind der eigentliche Wolfsclan. Das Konzil würde das so etwas nie entscheiden, weil die sagen immer, dann kämpft halt drum. Ja. Ich bin Brian. Nein, ich bin genau. Brian. Meine Frau ist auch Brian. Womit wir wieder bei einem Trial of Refusal oder sogar vielleicht Absorption quasi angelangt wären und beide das Recht hätten, quasi, dass ihr Wolfsclan der Richtige ist und so theoretisch auch eine, ich nenne jetzt einmal, kampfhafte Wiedervereinigung der Wölfe möglich wäre. Geschickt eingefädelt. Genau. Und was das bringen wird, das wird uns dann die Zukunft sagen. Ja. Naja, also ich finde es auch spannend und hat nochmal einen guten Twist dazu gegeben. Vor allem hat es den Imba-Clan noch nebenbei entschärft, weil Mike Stackpole, unser Lieblingsautor, also man muss ihm ja wirklich dankbar sein, weil er über viele, viele Jahre die Hauptgeschichte, die Main-Storyline, den roten Faden für Battletech gesponnen hat. Und er war nicht der Schlechteste. Das muss man wirklich sagen. Es ist für ein so kleines Nischenuniversum, war das ein wirklich sehr guter Autor, der ja auch Star Wars später noch einiges sehr erfolgreich geschrieben hat. Ne? Aber er hat immer dazu geneigt, so Übercharaktere zu zeichnen, wie zum Beispiel Ulrich Kerensky oder Natascha Kerensky oder Jamie Wolf und auch Hansa Davian oder Hans Davian. Und das ist schwierig, dann diese Übercharaktere dann auch irgendwann mal zu demontieren. Ne? Und das hat er eigentlich gut geschafft, weil man stelle sich jetzt vor, es hätte diesen Trial nicht gegeben oder die Wölfe wären siegreich hervorgegangen und die hätten daraufhin die Clans dominiert, die Bewahrer werden wieder an die Macht gekommen. Nach den 15 Jahren hätten die Clans gesagt, ach, wisst ihr was, hängen wir nochmal eine Null dran. Ne? Genau. Wir kommen nie wieder, wir achten darauf, dass böse Aliens euch nicht angreifen. Ne? Genau. Was wär das für ein Plot gewesen? Total langweilig. Also so haben sie die Clans auf jeden Fall im Spiel gehalten und auch immer noch die Gefahr des Bruchs des Vertrages mit hineingebracht, dass sie es also gar nicht die 15 Jahre lang hält. Ne? Genau. Und vor allem, es ist ja so, dass im Prinzip die Clans damit auch intern ein bisschen ausgebalanced waren, weil die Wölfe waren und die Jadefalken waren so quasi die Clans, die am an der Schwelle waren, übermächtig zu werden und die anderen Clans dominierten. Ja? Und jetzt war wieder mehr Balance da drinnen. Ja. Vor allem eben da, weil auch die Jadefalken große Verluste eingefahren haben und der Khan ist quasi umgenietet worden vom Vlad. Jetzt ist die Martha Bright zum Khan der Jadefalken ernannt worden. Ja? Und die ist eher auch eine, die mal methodisch versucht, das wieder aufzubauen und nicht
gleich komplett auszuckt oder so. Ja. Ja. Und das hat quasi auch die ganze Clan-Seite ein bisschen gebalanced, sage ich mal. Marta Pryde auch ein interessanter Charakter in der genau. Phoenix Jade Falcon oder Jade Phoenix Trilogie. Am Anfang eigentlich ein eher positiver Charakter, dann eher hinterhältig, verräterisch wirkend, ne? Mhm. Zum Schluss dann doch wieder nahbarer und sich dann auch dann wirklich zur Führungspersönlichkeit dann ja entwickelt hat. Also finde ich auch spannend. Also gerade deswegen sage ich ja, also das waren für mich so die positiven Aspekte der Clans, dass sie solche Charaktere dann reingebracht haben und nicht nur dieses eindimensionale. Das ist der Ulrich Kerensky, der Mastermind, der kann halt alles und der ist total gut. Und dann hast du dann den Chisto, der ist total doof und böse. Mhm. Und die Smokejack ist sowieso. Also ich mag keine Schwarz-Weiß-Charaktere. Mhm, genau. Also eigentlich sehr gute Charakterentwicklung. Ja. Ja. Ja, und auch in der inneren Sphäre passieren natürlich ein paar coole Geschichten in der Zeit. Ja. Und vielleicht da machen wir nur ein paar Teaser quasi, was da so passiert. Ja. Nämlich die Black Dragon Society versucht, den Theodore Corita umzunieten. Ja, weil er seinen Vater und das Kombinat verraten hat und seine Urfenster. Genau. Ne? So ist Wer sind die Black Dragons? Das ist so eine Geheimgesellschaft von teilweise Erzkonservativen. Genau, so. Die im Prinzip die ganzen Reformen, die Theodore umgesetzt hat seit den frühen 30ern, ne, nicht akzeptiert, nicht hinnehmen will und ihr der Meinung ist, dass das Kombinat geschädigt hätte. Und no. Wir werden alle sterben. Genau, wenn Takashi alles so gemacht hätte, wie es früher war, dann wären die Clans niemals bis nach Luffy gekommen. Weißt du, die verkennen komplett die Tatsachen. So ein bisschen wie der Populismus heute, ist es echt eigentlich fast so ein Spiegelbild der heutigen Situation, dass man einfach Fakten ignoriert und sich einfach seine Story so zusammenstreckt, dass es dann irgendwie passt ins eigene Weltbild. Ne? Und tja, die versuchen halt Teddybär, ne? Umzulegen. Und da gibt es ein paar interessante Geschichten. Mit dem Autor musste ich erst ein bisschen mal Frieden schließen, weil die Bücher sind sehr gewöhnungsbedürftig. Die sind aus Sicht eines Söldnerregiments, das aus Texanern, Spaniern, also Puerto Ricanern und so weiter und Juden wie besteht. Also das ist tatsächlich ein sehr interessanter kultureller Mix, den sie da mit reinbringen. Und die Casey Sutton, die Hauptfigur, ist eigentlich ein Scout, also kein Mech-Scout, sondern ein, ich laufe zu Fuß rum oder fahre Fahrrad, ne? Mhm. Im Motorrad ist er gerne gefahren. Ja, und sie erwirkt quasi einen Atlas mit ihren blanken Händen. Also das ist ein bisschen übertrieben, aber ich musste mich das, also ich hab die als 20-Jähriger, fand ich die Bücher komplett doof. Mhm. Jetzt habe ich es vor ein paar Jahren nochmal gelesen und habe gesagt, okay, sie sind nicht so schlimm, wie ich sie in Erinnerung hatte. Da war ich wahrscheinlich ein bisschen restriktiver damals einfach. Ne? Sie haben was. Gut sind sie noch immer nicht, leider. Nein, geil sind sie immer noch nicht. Aber sie haben was. Ne? Auf der anderen Seite finde ich aber viel spannender, vor allem langfristig viel wichtiger. Das große Schisma tritt ein bei Comstar nach Tukajit, ne? Und zwar Operation Skorpion, glaube ich, hieß sie ja. Ne? Mhm. Hat ja nicht geklappt von der Mündo Waterly, das ist ja die Chefin von Comstar. Die hat ja im Hinterland versucht, die Klaner zu überrumpeln, indem sie sozusagen so einen Gottesstaat einführt, ne? Mhm. Und Comstar sozusagen alles übernimmt, hat ja auch die Klaner gefangen gesetzt, wird ja dann auch vereitelt. Waterly wird halt dann abgesetzt oder getötet, ich weiß nicht mehr so genau. Abgesetzte. Und auf jeden Fall. Danach soll es eigentlich ein eher ein so Trennung zwischen Services von Comstar, also eher wie normales Level eigentlich erreichen und nicht mehr dieses ganze Pseudoreligiöse. Damit kommen aber die Hardcore-Fanatiker nicht klar und spalten sich ab, also verschiedene Gruppen spalten sich von Comstar ab und bilden gemeinsam das Wort Blakes oder Blakes Wort. Ne? Und das ist so eine ganz irre Truppe von Dschihadisten später, die sagen, Blakes Wort über alles und wer sich nicht beugt, wird vernichtet. Genau. Und die kriegen so richtig
Comstar, das jetzige Comstar, was es noch gibt, ja, das sind irgendwelche Technokraten, mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, sondern unsere Religion gilt es zu verteidigen. Genau, und nicht nur verteidigen, sondern jeder andere muss sie annehmen. Und wenn das nicht tut, wird er vernichtet. Also gezwungen oder vernichtet, eins von beiden. Genau. Und die bekommen halt Unterschlupf in der Liga Freie Welten, Haus Marek, weil der Thomas Marek ist nämlich ein ehemaliger Comstar-Adept. Das heißt, in seiner Jugend hat er bei Comstar gedient, bis er dann zum Generalhauptmann Bruder wurde, weil sein Bruder, oder? Mhm. Getötet wurde bei einem politischen Attentat und er ist dann in der Thronfolge wieder auf Platz 1 gerückt. Aber es ist nicht ganz klar, ist Thomas Marek überhaupt Thomas Marek selbst, weil der ist nämlich auch einem Attentat zum Opfer gefallen, aber ist dann wie der Phönix aus der Asche, hat es dann doch überlebt, zwar schwer verletzt, mit Narben im Gesicht, aber man vermutet, dass er nur ein Doppelgänger wäre. Egal wie, Thomas Marek gewährt Blakes Wort Unterschlupf. Und die machen sich dann halt in der Liga der freien Welten, Liga freier Welten halt breit. Und das bilden sie dann so als Machtbasis für künftige, wirklich sehr dramatische Ereignisse in der Innosphäre während diesen 15 Jahren. Und ich glaube, da machen wir nächstes Mal weiter, oder? Mhm, hätte ich auch gesagt, ne? Wir sollten jetzt noch erwähnen, dass Katharina Steiner jetzt Archon des Lyrianischen Commonwealths ist. Ja. Das stimmt, ja. Also die neue Katharina Steiner, nicht die alte, die ist ja schon tot. Katharine sozusagen, Catherine, ne? Eigentlich Catherine Steiner Davion, ne? Genau. Aber sie hat sich ja wieder umbenannt in Katharina Steiner. Richtig, ihrer Großmutter nachzueifern und so zu tun, als wäre sie eine Originalsteiner. Dabei ist sie auf New Avalon, also der Hauptwelt von Davion, aufgewachsen. Während Victor, ihr Bruder, den sie ja als totalen Davion und mit Napoleon-Komplex dann darstellt, also der Zwisch zwischen den beiden Geschwistern, eskaliert in diesen Jahren, während Victor auf Tarkat, also der Hauptwelt von Lyranischen Commonwealth, sozusagen groß geworden ist, mehrheitlich. Genau. Das ist ganz interessant. Also eigentlich ein bisschen ironisch, die ganze Geschichte. Ja, ja, gut geschrieben. Also ich finde gerade dieser vereinigte Commonwealth-Plot ist mit das Beste, was Battletech zu bieten hat. Genau, also vor allem die extreme Kaltherzigkeit von Katharina ist fast schon episch, ne? Weil wie sie ihre eigene Mutter quasi um die Ecke bringt. Ja, Mike Stackpole hat ja auch mit unseren Emotionen erfolgreich, zumindest mit meinen erfolgreich gespielt, weil sie am Anfang wird ja Katharina als die Heilsbringerin und die hübsche, freundliche und die ihrem Bruder hilft und so, ne? Mhm. Als mir klar wird, dass sie hinter dem Attentat auf ihrer Mutter steckt und dass sie sozusagen eigentlich eine zweite Amaris ist, ne? Mhm. Da war ich echt ein bisschen geschockt. Da habe ich gedacht, what the fuck? Ne? Und das finde ich gut, wenn man mich so, und je mehr man über sie liest und je mehr sie die Maske fallen lässt, ne, umso klarer wird, ja, das ist tatsächlich ihr wahres Ich. Ne? Mhm. Was wir bisher gesehen haben, ist nur die Maske. Und das war total glaubwürdig aus meiner Sicht. Und das, wie gesagt, das gehört mit zum Besten im ganzen Battletech-Lore. Finde ich auch, ja, weil diese Wendung eigentlich nicht vorhersehbar war, für mich zumindest. Also. Nee. Da hat kein Mensch mit gerechnet. Genau, man kommt dann zwar lustigerweise, und das finde ich auch immer cool, wenn sowas passiert in einem Buch, später quasi wie die Wendung basiert drauf, dass es so gewisse Anzeichen gegeben hat. Ja, ja, ja. Aber eben. Ich bin vorher nicht drauf gekommen. So ein bisschen ist es mir auch gegangen bei Sixth Sense oder so, ne? Also so. Ja. Das spricht ja für die Qualität. Aber Ike wollte noch was sagen. Der macht mal. Und dann genau, ich wollte ihn hier unterbrechen. Und zwar, war es zu dem Zeitpunkt dann noch die FedCom oder wurden die schon wieder getrennt? Ja. Nee, also das bis zu diesem Zeitpunkt war das Vereinigte Commonwealth und sie hat sich dann abgespalten und hat dann die Lyranische Allianz gebildet. Und damit war das FedCom sozusagen dann aufgelöst. Kurz vorher haben noch die Kapellaner und die Free World Leech die FedCom angegriffen, ne? Ja, die Chaos March, also Chaos Mark ist dann entstanden, das war die ehemalige kapellanische Mark, die ja im Rahmen des vierten Nachfolgekrieges entstanden war, das heißt, also ein Großteil der Gebiete, die Haus Davian erobert hat in den 3 Jahren des vierten Nachfolgekrieges.
Und durch diese Angriffe auf diesen Bereich, gerade mitten in dieses Bürgerkriegsszenario mit den Clanern an der Nordseite des Reiches, haben sich dann wieder viele Welten abgespalten, ihre Eigenständigkeit erklärt, andere sind Banditen zum Opfer gefallen. Also das fand ich auch eine ganz interessante Entwicklung. Mhm. Ist mir nie so ganz so klar geworden, wie das so schnell passieren konnte und dass Haus Davian da nicht strikter reagiert hat, aber nehme ich jetzt mal alles so hin, dass das so gelaufen ist. Die Begründung, ich habe es jetzt nicht mehr einzeln im Kopf, wahrscheinlich im Sinne der Drohung. Ha? Nee, es war ja auch, weil sie quasi von den Clankriegen noch ziemlich geschwächt waren. Was ja auch passiert ist, dass sie in den Clankriegen quasi viele Sprungschiffrouten etc., also Kommandobrücken und so, in Richtung der Clanfront verlegt haben, ja, und deshalb halt logistisch nicht so schnell in der Lage waren, dort zu reagieren und dann quasi die Vorhersagen für die Verluste etc., die sie hätten, ja, nicht so doll waren wie, ja. Ja, also, aber auf jeden Fall, das ist so ein Kriegsgebiet, ne? Ja. Aber es waren schon einige Wischiwaschi-Gründe, also da hat Olli schon recht, ja. Aber war es auf jeden Fall, damit hat es nochmal ein interessantes Element gegeben, vor allem weil ja diese Chaosmark um Terra herum ist. Gerade in Kombination mit Blake's Wort gibt es eine ganz spannende Melange und damit haben sie auch wieder mal so ein Fundament gelegt für künftige Geschichten. Da kann ich nur ans Herz legen, Embers of War, das ist eine Geschichte, die 3067, glaube ich, spielt, bis 3068 oder so. Und gehört mit für mich, was die Einzelromane geht, auch zum Besten, was Battletech zu bieten hat, weil es einfach sehr gut geschrieben ist. Tief, ja. Comster hat noch Vaults of History freigegeben, also ein paar Bücher. Gibt's denn hier aus Film? Also ich meine, was füllen die Bücher? Bestimmt. Wer liest denn schon? Da kann aber Hoshi bestimmt noch was dazu sagen, oder? Ja, das ich sag mal, es sind halt historische Backgrounds, die eigentlich so ja nicht verfügbar waren und die auch, sage ich mal, von Comstar natürlich nicht ganz manipulationsfrei in den Umlauf gemacht wurden. Ne? Also natürlich auch versucht. Word of Blake etc. halt nicht so ganz doll ausschauen zu lassen, ne? Und vor allem auch versucht quasi das ganze Geschehen ist um die Nachfolgekriege ein bisschen ins rechte Licht und auch die Geschichte, was quasi um den Exodus herum und so weiter ein bisschen aufzuklären etc., ne? Es passiert halt in dieser Zeit extrem viel Propaganda-Wars, ne? Weil Word of Blake versucht halt auf seine Seiten quasi die komplette religiöse Dschihad-Nummer abzuziehen. Comstar versucht ein bisschen technologische Aufklärung und wir eigentlich setzen sie ja auch das Wort Blakes um, weil sie versuchen, die innere Sphäre wieder auf einen technologischen höheren Stand zu bringen und eigentlich mit dieser Formung der neuen Starliga etc. Voranzubringen. Ja? Also eigentlich tun sie ja genau das, was der Blake gesagt hat, dass sie tun sollen, wenn quasi die innere Sphäre komplett zerbrochen ist. Und die Clans haben sie ziemlich zerbrochen. Ja. Nämlich angeknackst. Genau, angeknackst. Und versuchen quasi wieder die innere Sphäre zu vereinen. Ne. Und eigentlich das Wort Blakes versucht eigentlich genau das Gegenteil, aber halt aus religiösen Fanatismus heraus. Ne. Ja, weil die kennen halt nur 0 und 1. Die kennen keine Grauen, keine Zwischenlösungen, die kennen nur ganz oder gar nicht. Und das sind genau halt. Genau so wie Sith und Jedi, ne? Ja, genau. Das ist halt, das finde ich halt auch, das finde ich ganz interessant. Also viele Leute fanden Blakes Wort doof oder nicht so interessant. Ich fand sie interessant, vor allem in dem Buch Antlitz des Krieges. Das ist für mich eins des grauenhaftesten Battletech-Bücher. Nicht, weil die Geschichte schlecht ist, sondern weil die Geschichte eigentlich wenig Spaß macht. Also normalerweise sind ja eigentlich so Action-Romane, Wölfe an der Grenze, auch hochdramatisch, aber man fiebert in den Kämpfen mit. Ne? Great Death Legion, die Helden, Hero's Journey, die Reise des Heldens, vom kleinen Mechkrieger zum großen Zampano, der den Helmchor findet. Ne?
oder man geht mit Hanse Davion irgendwie auf Liao Todeskommandosjagd oder was auch immer, ne? Also man ist ja schon so ein bisschen eine geschönte Form, so ein bisschen Heldenepos. Antlitz des Krieges und gerade in Anbetracht dieses religiösen Fanatismus ist überhaupt nicht schön. Das ist irgendwie eine ganz widerliche Vietnam-Ära-Krieg gepaart mit diesem Fundamentalismus eigentlich. Und das trotzdem fand ich ein beeindruckendes Buch. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal. Wo machen wir jetzt das nächste Mal weiter? Bei Richtung Operation Bulldog? Oder mit den Wortblakes? Boah, das wird schwierig, die Entscheidung. Ich glaube also, dass wir spielen, glaube ich, ineinander. Also wir müssen dann wieder so ein Mixteil, Jahreszeitenmäßig hochfahren, ja. Genau, wir machen mal so die Interimszeit. Ich glaube, die Phase bis zum Beginn des der Operation Bulldog und so weiter, der Gegenoffensive. Ich glaube, bis dahin machen wir mal. Da haben wir jetzt heute schon ein bisschen was angerissen, aber da kann man noch mehr erzählen, ne? Genau, ja. Und dann vielleicht kommen wir dann auch schon zur Operation Schlange und Bulldog. Dann mal schauen. Genau. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen? Sicher. Bestimmt 42. Was er jetzt erzählen wollte. Nö. Also nichts, was ich noch irgendwie auf der Liste hätte. Hast du denn noch was, Icke? Nee. Ich hoffe, dass ich es jetzt noch vorm Wochenende schaffe, hochzuladen. Das hoffen wir auch. Ja, Mama. dann danke ich euch für die für das breite Fachwissen. Es hat wieder sehr Spaß gemacht. Jo, fand ich auch. Und euch draußen, danke fürs Zuhören. Fragen, Wünsche, Anregungen irgendwie über einen Kanal eurer, den ihr möchtet. Und dann danken wir euch und bis denne. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back. Shutting down.